Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute mal eine etwas interessante Perspektive. Ich hier in meiner Streaming-Konfiguration vor meiner Webcam, allerdings ohne Greenscreen, denn hinter dem Greenscreen, ich weiß noch nicht, wie ich es platztechnisch mache in Zukunft. Die Bestückmaschine. Die Bestückmaschine hat einen PC dabei, das habt ihr gesehen. Ich habe hier mal VNC einfach drauf installiert auf dem PC, damit ich das euch hier auch zeigen kann, was ich dort mache. Wir starten jetzt einfach mal die Software. Es geht ja immer noch um die Thematik DCF 77 Uhr bestücken. Ich habe ja den Vibrationsfeeder das letzte Mal hochgepackt und die anderen Feeder sind schon drin. In diesem Video zeige ich euch grundsätzlich nur mal ein bisschen Einrichtungsthematik für die Software. Wie kann man Daten importieren? Wie kann ich die Feeder einstellen? Und ja, bestücken werden wir noch nicht. Ganz zuallererst einmal homefahren die Maschine, dann gehen die Achsen alle in Endposition. Die DCF 77 Uhr wäre diese hier. Die Platine an sich ist schon mal ein bisschen spannend. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, ob man es von Hand einlernen, weil es mir einfach zu anstrengend ist, den Export anzupassen. Oder ob es einfach funktioniert. Wir gucken es uns an, ich weiß es leider überhaupt nicht. Die Platine ist deswegen interessant, da nämlich auf der Oberseite, auf der Topseite keine Bauteile sind. Die Bauteile befinden sich alle auf der Unterseite, sind also durch die Bank alle gespiegelt. Ich habe zwei Bildverarbeitungsmerkmale auf der Platine drauf. Bot Signals, wenn ich das öffne, kann man hier erkennen. Das sind diese Fiducials, nennt man die auch, habe ich direkt auf der Platine drauf. Die werden wir vermutlich nicht nutzen, denn ich habe ja auch zusätzlich zu dieser Platine auch noch ein Panel erzeugt, also ein Nutzen, wie das Ganze heißt. Und eventuell benutzen wir irgendwas hier von dem Nutzen, wobei hier habe ich jetzt direkt keine Fiducials drauf. Wir gucken es uns an, das weiß ich jetzt doch noch nicht, wie wir das machen wollen. Ich habe ein Export-Tool geschrieben, einen Report, der lautet Pick und Place Quehe Bot und Top, also für alle Bauteile auf der Unterseite, alle Bauteile auf der Oberseite. Da kann es halt allerdings noch sein, dass man irgendwelche X-Koordinaten spiegeln muss oder so. Das schauen wir uns aber dann gleich auf der Maschine an. Generate Report, ich kann euch mal im Report Maker zeigen, es muss ein relativ striktes Format haben, das Ganze. Also es gibt einen Designator. Das wäre die Bezeichnung R1, R2, C1 und so weiter. Mit X, mit Y, also die Mittenposition von dem Bauteil, da wo er eben das Bauteil auch in die Hand nehmen soll. Eine Rotationslage 0, 90, wie halt das Bauteil gedreht ist. Und eine Explanation. Explanation wäre in meinem Fall Value, Footprint, Name, Value und Value. Also der schreibt dann zum Beispiel hin 08, 05, 0 um. Damit ich dieses Bauteil dann auch noch einem Feeder zuweisen kann, weil anhand von dieser Explanation kann ich sagen, das ist jetzt alles aus Feeder 3 oder so. So sieht der ganze Report aus, mehr macht er nicht, ich generiere den mal, habe dann hier im Report-Ordner eine PNP, DCF, ne hier PUP, Quehe, mal die jetzt einfach mal öffnen. Sehen wir schon zwei Kleinigkeiten, die ich noch nicht 100% schön angepasst habe. Und zwar kann er das Mü meistens nicht richtig interpretieren. Da könnte es Probleme geben. Deswegen ändern wir das Ganze jetzt mal einfach direkt hier in der Textdatei 4U7, 4U7. Ansonsten muss man einfach aufpassen, es ist ein CSV, komma-separierter Value. Man darf jetzt hier nicht 4,7 reinschreiben, weil dann wird er das als Separator erkennen. Also wenn man eine Komma machen will, einen Punkt, wie man es gewohnt ist, von englischer Schreibweise und so weiter, oder eben 4U7, Ü, Ä und so, bitte vermeiden, weil ich weiß nicht, was die chinesische Maschine damit macht. So, die Drehlage an sich ist auch noch ein ganz spannendes Thema, da werde ich aber nochmal ein eigenes Video dazu widmen, was Drehlage von Bauteilen anbelangt, was 0 Grad sind, was 90 Grad sind, das kommt dann auch irgendwann später. Ansonsten hätten wir das Ganze jetzt hier schon mal wundervoll exportiert. Ich kopiere die Datei jetzt einfach, ich habe hier ein Netzwerk-Share drin, einfach, dass ich hier das Zeug rüber kopieren kann. Jetzt gibt es eine Datei DCF USB 003. Und diese Datei können wir jetzt hier mit Load uns ganz, ganz easy reinholen. DCF, USB, CSV.
Die Datei steht da oben. Er hat hier grundsätzlich noch nichts drin. Wenn man auf Component drückt, sehen wir allerdings schon, die Bauteile sind hier drin. Wenn es ein Problem geben sollte beim Import, also wenn man jetzt statt einen Punkt ein Komma macht, dann scheint das Bauteil hier einfach nicht auf. Das ist dann weg. Also muss man sich schon überlegen, passt das, was hier da ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bauteile sollten auf dem Board drauf sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SMD-Bauteile. Das passt soweit. Das kontrolliere ich sicherheitshalber immer noch mal gern nach, einfach damit man da nicht irgendwelche Probleme kriegt. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben Widerstände drin, 47 Ohm, dreimal den gleichen. Wir haben 1K5 drin, 4μ7 haben wir drin und den Tiny 45 und eine grüne LED und den Spannungswandler, den ich noch auf einen Feeder spannen muss. Den habe ich nämlich noch gar nicht hier jetzt auf der Maschine drauf. Das mache ich dann noch nachher. Hier kann ich jetzt auswählen, welche Feeder er für was verwenden soll. Eine grüne LED 085 habe ich zum Beispiel schon mal eingerichtet. Weiß ich, hier Frontfeeder, LED grün, 0805. Wie die Drehlage und die Position aussieht, müssen wir uns dann an der Platine selber anschauen. Das machen wir dann gleich. Ich lege eine rein und dann gucken wir uns das mal an. Jetzt sieht es so aus, 4μ7 habe ich aktuell noch nicht hier drin. Befindet sich hier noch nicht drin. Ich habe hier zwar 10μ und sowas, glaube ich, irgendwo versteckt. Aber die 4μ7 Kondensatoren habe ich noch nicht drin. Die müssen wir jetzt quasi einrichten. Und zwar befinden sich die jetzt an Stelle Frontfeeder 4. Und um das Ganze zu konfigurieren, gehen wir in Sysconfig rein und dann auf Frontfeeder. Man kann jetzt hier schon mal erkennen, ich habe hier schon mal ein paar Bauteile drin. Wir schreiben jetzt hier rein C4μ7 0805. Mehr mache ich nicht. Ich mache da nicht, weiß Gott, was für Bezeichnungen dazu. So genau geht es dann auch wieder nicht her. Dann klicke ich hier auf Aimed. Die Maschine pfeift vorne hin und befindet sich ungefähr in der Position von diesem Feeder. Jetzt kann ich den hier öffnen. Zack. Und jetzt liegt ein Bauteil draußen. Das wird quasi freigegeben vom Feeder. Ich habe hier High Speed, Low Speed. Mit High Speed pfeift er relativ schnell. Man kann auch einen Doppelklick machen, dann hüpft er direkt hin. Mit Low Speed kann ich jetzt hier fein justieren. Und da stelle ich jetzt fein nicht auf die Mitte vom Bauteil ein, weil das nicht immer exakt drin liegt, sondern auf die Mitte von dieser Kavität, von dieser Tasche. Ja, und ich denke, das ist ein bisschen hoch vielleicht. Das kommt ungefähr hin. Zu genau machen wir es nicht. Das macht alles die Bildverarbeitung nachher. Dann klicke ich jetzt hier auf Capture. Und dann hat er hier jetzt die neuen Koordinaten übernommen. Jetzt machen wir nochmal zu. Nochmal auf. Nur nochmal nachzukontrollieren, das klappt. Jetzt haben wir in Summe zwei Kondensatoren verloren. Damit kann ich leben. Wenn wir jetzt zum Feeder nebendran gehen oder zu anderen Feedern, dann sieht man das. Das habe ich überall schon eingerichtet. Zur Kontrolle nochmal auf unsere 4,7 μ. Auch hier passt es. So richtet man die Feeder ein. Mehr Arbeit ist es gar nicht. Das Ganze auch hinten mit den Backfeedern, da kann man das auch einrichten. Und das Ganze auch mit unserem Vibrationsfeeder. AT Tiny 45. Da richtet man das jetzt auch mal ein, denn der ist noch überhaupt nicht drin. Das heißt, ich fahre mal weit, 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 weit nach hinten mit der Maschine. Noch weiter nach hinten mit der Maschine. Und ja, das sieht gut aus, oder? Das könnte ein Vibrationsfeeder sein. Und schon sind wir da. Machen Doppelklick hier rein. Low Speed, Feinjustage hier mittig rein. Ich orientiere mich jetzt hier nach oben, nach der Stange. Das müsste ungefähr die Mitte sein. Und hoch-runter technisch orientiere ich mich jetzt hier. Ja, anhand der Beinchen von dem IC. Wir gehen auf Capture, somit hat er die Position jetzt komplett übernommen. Somit wird jetzt auch der Stangenfeeder eingelernt. Wir können jetzt also schon mal hergehen bei den Komponenten IC1, AT Tiny 45, Vibrationsfeeder AT Tiny 45 auswählen. So, jetzt haben wir ein Problemchen. Wir müssen uns angucken, wie rum das Bauteil drin liegt. Wir haben jetzt hier den Pin 1 rechts unten. Das wäre laut Norm 180 Grad gedreht. Wenn wir jetzt auf unsere Platine gucken im Pulsonix. Bot Silk befindet sich Pin 1 rechts oben. Das wäre laut Norm 270 Grad gedreht. Das können wir jetzt hier
leider nicht einstellen, was für eine Drehlage das Bauteil hat. Wir müssen also bei Edit reingehen und können beim Feeder direkt sagen, Vibrationsfeeder hat eine Drehlage von 180 Grad drin. Das geht hier direkt in den Feeder-Daten. Und das Bauteil selber, wir haben tatsächlich einen Fehler in den Dateien drin. Das Bauteil selber hat eine Drehlage von 270 Grad. Ich zeige es euch mal schnell, nur damit ihr wisst, wovon man redet. Ein Bauteil auf der Toplage in dem Fall mit dem Pin links oben hätte die Drehlage, ich gucke mal, ob das hier passt, die sagt jetzt 90 Grad, das wäre die Drehlage 0 Grad. Links unten Pin 1 wäre 90 Grad, 80 Grad, 180 Grad und 270 Grad. Das wären die Drehlagen laut JDEC-Gnome, nur damit man mal ungefähr weiß, wovon ich rede. Bedeutet also, jetzt müssen wir alles wieder zurückschieben, sonst explodiert es beim nächsten Mal. Bedeutet also, wir haben das Bauteil um 180 Grad gedreht im Feeder drin. Angel 180. Und wir haben das Bauteil 270 Grad gedreht auf der Platine drauf. Vermutlich passen auch hier die Drehlagen nicht, aber das gucken wir uns dann noch alles an, weil das ist ein Thema, wo ich sage, das interessiert mich einfach, ob es passt oder nicht. Deswegen gucken wir es uns dann einfach nochmal separat an. Ich bin auch so ein Typen Widerstand, 180 Grad drehen, das tue ich den Motor nicht an. Also ich stelle dann da 0 Grad ein, weil beim Widerstand ist es ja bekanntlich egal, ob er links oder rechts rum bestückt wird. So können wir uns jetzt durch die ganzen Bauteile kämpfen, damit wir jetzt nicht bei jedem Bauteil dieses 4x7 einstellen und hier den Feeder auswählen müssen, können wir hier rechts, hier unten Select the Same auswählen. Dann wählt er den ganzen, alle Bauteile mit dem gleichen Detail aus. Und da will man jetzt aus Frontfeeder 4x7 und 805 haben wir drin. 1K5 müsste ich theoretisch auch drin haben. Ja, nehmen wir 1K6. Das tut da nichts ab. Statt 47 Ohm nehmen wir jetzt in unserem Fall mal 27 Ohm, denn das ist nämlich der Widerstand fürs USB. Und da bin ich mittlerweile eher auf 27 Ohm unten. Und den Spannungswandler, den 7x53, den habe ich noch nicht eingelernt. Den muss ich dann erst einlernen. Soweit, so gut. Hätten wir das alles schon mal bauteiltechnisch drin. Dann geht es weiter zu den Feedern. Man kann jetzt hier, wir haben ja vier Bestückköpfe drauf, pro Bauteil sagen, pro Feeder sagen, welchen Bestückkopf er nehmen soll. Ich habe jetzt hier einen großen Bestückkopf auf Nozzle 1 drauf für ICs, große ICs mit Dateien 45. Alle anderen Bauteile, die kleinen 0805er, mache ich komplett mit dem Standard Nozzles hier. Mit der Zweier Nozzle komme ich, glaube ich, nicht ganz rüber zu den 47 Ohm. Das muss ich mir noch anschauen, weil die Maschine nicht weit rechts rüber kommt. Dann nehme ich jetzt nur mal die zwei her. Das sollte aber auch auf jeden Fall klappen. Man könnte jetzt hier nochmal eine separate Geschwindigkeit definieren. Wenn man jetzt ein ganz großes Bauteil, ein schweres Bauteil hat, könnte man hier nochmal mit der Geschwindigkeit separat pro Bauteil runtergehen. Dann geht es weiter zu den Assists. Standardmäßig ist schon mal gar nichts drin. Ich habe für diese Standard-Feeder in der Regel immer Quick drin, also 0805 und zweiter, der geht vorne über die normalen vier Kameras, die nach oben gucken, macht dann eine Dreh- und Positionsanpassung. Und für so Bauteile wie den ATtiny 45 mache ich gern HD Exakt rein. Da fährt er hinten auf die HD-Kamera und dreht da alles so schön hin, dass er auf jeden Fall gut bestückt wird. Bei der Größe von den Bauteilen mit dem 1,27er Beinabstand eigentlich ziemlich egal, aber ich mache es trotzdem lieber rein. Check, könnte man jetzt Vakuum wischen oder Vakuum und wischen eingeben. Ich nehme da nur Vakuum. Also ich mag da nicht ewig rumspielen. Wischen wäre die Thematik. Man könnte hier eine Breite und eine Höhe vom Bauteil eingeben. Und wenn dann die Bauteilhöhe um einen gewissen Prozentsatz abweicht, wird das Bauteil wegwerfen. Aber das ist so eine Thematik, die mag ich gar nicht angehen. Also ich meine, so ein 0805er Bauteil ist 2 mm mal 1,25 mm. Wenn man da irgendwie, da hat man relativ schnell mal eine halbe Rolle in den Mülleimer geworfen, bevor man es überhaupt merkt. Deswegen will ich das da gar nicht mehr großartig antun. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum ersten Tab und speichern aber zwischendrin schon mal Save. Denn das, was wir jetzt speichern, ist ein QHD-Format, QHD Data, wie auch immer. Und da speichert jetzt schon mal die ganzen Informationen mit rein, so was wir jetzt da eingestellt haben, falls das abstürzt oder so. Noch nie passiert, aber sicher ist sicher. So, nun fahren wir runter zur Platine, den
die ich mittlerweile eingespannt habe. Die müsste dann jetzt irgendwo hier kommen. Hier wäre die Platine drin. Und wir fangen mal ganz links mit der Platine an. Und mit der Platine ganz unten. Wie gesagt, ich habe hier diese Bildverarbeitungspunkte draufgesetzt. Die werden wir jetzt auch einlernen, damit er die verwendet, um das Ganze auszurichten. Ich hoffe, dass das Licht ausgeschaltet ist. Ja, das Licht soll nämlich aus sein, weil sonst könnte es sein, dass das hier reinblendet. Wir verwenden Mark 1 Source Position. Das wäre die Position von dieser Marke auf der Platine. Wir haben die Platine hier liegen. Gehen auf Bot Signals und wählen uns mal diesen Marker 1 aus. Ich glaube, wenn ich es mal jetzt so angucke und auch die Schrift angucke, ich habe sie verkehrt rum eingelegt. So, wir fangen jetzt mit dem hier an. Da unten haben wir noch eine Platine. So, das war's jetzt. Ich muss jetzt hier allerdings ganz schön viel Arbeit investieren, sehr genau arbeiten vor allem auch. Und zwar muss man hier wirklich exakt mittig dieses Fiduschel erwischen. Deswegen bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, ich mache eher Rauten, weil ich da schön mit dem Fadenkreuz reinkomme. Ich sage mal, das passt jetzt so soweit. Wir gehen jetzt hier auf unsere Platine zurück. Drehen das Ganze mal, damit es auch so da liegt. Bot Silk, dass man es lesen kann alles. Passt in diesem Fall. Die Bauteil-Null-Achse haben wir hier. Die Bauteile müssten also alle negative X-Koordinaten haben. Haben wir noch gar nicht angeschaut. Component. Haben leider keine negativen X-Koordinaten. Das könnte jetzt ein Problem für uns dann werden. Wir gucken es uns einfach mal an. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen uns überraschen. Ich nehme also mal die Koordinaten von diesem Bildverarbeitungspunkt. Minus 23,25 und 1,75. Und übertrage die hier rein. Minus 23,25 und 1,75. Gehe auf PCB 1, das wäre Platine 1, und sage Capture. Jetzt übernimmt er die realen Koordinaten, wo die Maschine gerade steht, für unseren Punkt. Damit wir da jetzt auch eine Bildverarbeitung drauflegen können, muss natürlich auch irgendwo ein Bildverarbeitungsmerkmal kriegen. Also packen wir hier Get rein. Man kann jetzt hier sagen, wie viel Millimeter das sein muss, dieses Bildfeld. Ich mache jetzt mal 2 mm, weil es reicht dicker. Und dann gehen wir auf Testen. Wenn wir jetzt hier mal mit der Achse ein bisschen hin und her fahren, kann man erkennen, er findet es, er sagt jetzt, wir sind 0,84 mm X und 2,26 mm in der Y-Achse. Daneben klicken wir auf Aimed. Dann passt er das Ganze wieder an. Wir haben noch einen zweiten Bildverarbeitungspunkt da oben, den wir uns auch nehmen. Dazu müssen wir einfach hier oben einen Mark 2 Punkt setzen, müssen wieder die Position eingeben von der Platine. Alt-Tab funktioniert nicht im VNC. Und haben hier jetzt 5,75 und Y 5,75, gehen hier wieder auf Capture, er übernimmt die Koordinaten, wo die Maschine gerade steht. Wir holen uns wieder den Bildverarbeitungspunkt und das war's. Mal speichern, sicherheitshalber. Jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt berechnet er anhand der Koordinaten, die wir hier eingegeben haben, wo denn die Bauteile liegen sollten. Wenn wir jetzt sozusagen ein Bauteil anklicken, IC1 zum Beispiel, und Aim drücken, müsste er rein theoretisch dahin hüpfen, wo das Bauteil liegt. Wie man sieht, es funktioniert nicht wirklich, gerade jetzt bei dem Fall, weil die Platine um 180 Grad gedreht ist. Ich müsste mir jetzt irgendwie überlegen, wie ich das Ganze hinkriege, damit ich das Ganze so übertragen kriege, damit ich da keine Probleme habe. Aber ganz ehrlich, für die paar Bauteile tue ich mir die Arbeit einfach gerade nicht an. Da ist mir einfach gerade die Zeit zu schade. Da sage ich lieber IC1, sage Capture und dann könnte man mal gucken, was da der Unterschied wäre. Vielleicht findet man es raus, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. R3, das ist so schnell gemacht hier, wenn ihr euch das mal anguckt, Leute. R3, Capture, da können wir jetzt gleich gucken, 0 Grad passt. Die Gradzahl muss ich ja sowieso kontrollieren, 0 Grad.
R2, Capture, 0 Grad passt auch. ...270 Grad. Das, glaube ich, passt nicht. 0 Grad wäre Kathode links und er dreht sich ja gegen den Uhrzeigersinn. Also haben wir hier nicht 270, sondern 90 Grad. Also gut, dass wir gleich wieder nachkontrolliert haben. Und hier bleibt jetzt noch R4 übrig. R4 Capture. Somit haben wir jetzt die ganzen Bauteile hinzugefügt und die richtige Position übernommen. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, wir wollen ja nicht nur diese eine Platine bestücken, sondern wir wollen ja auch mehrere Platinen bestücken, weil wir haben ja das Ganze nutzen mit 15 Stück. Müssen wir hier unsere Sub-PCB definieren. Wir sagen jetzt Reihe, wie habe ich es jetzt drin liegen? Wir haben 5 Reihen und 3 Spalten. Sieht dann so aus. Ich gehe jetzt mal bei Board 1 auf den ersten Fiducial-Marker, auf den hier. Warum, werdet ihr gleich sehen. Wähle jetzt hier 5x3 aus, sag regulärer Rang. Wähle jetzt die Platine Nummer 1, wäre die hier, Capture. Dann fahre ich zur nächsten Platine, 1, 2, 3, mehr sind es nicht. Zu der Platine rüber, wähle hier wieder den Bildverarbeitungspunkt aus, sage Punkt 2 Capture und Punkt 1 wäre oben, das war die letzte hier, Punkt 2 findet sich drüber, auch hier wieder Capture. Jetzt habe ich ihm über diese Punkte definiert, wie das Nutzen aussieht. Sage okay. Und jetzt will er ein Bildverarbeitungsmerkmal von mir haben. Jetzt sage ich ihm wieder 2 mm, weil das hatte ich vorhin. Das passt auch. Und sage jetzt Run. Jetzt fährt er Platine für Platine ab, guckt sich das Bildverarbeitungsmerkmal an, passt es an und korrigiert hier, wie man sehen kann, die Koordinaten minimal nach, weil die Platine natürlich nicht 100% so passend drin sind, wie das jetzt vorkalibriert eingestellt wurde. Deswegen kalibriert er alles noch einmal nach. Das ist dann aber auch pro Nutzen identisch. Das heißt, da muss man sich zum Glück keine Gedanken mehr machen. Hier jammert er jetzt gerade rum. Hier kann er es nicht erkennen. Dann gehen wir mal mit der Genauigkeit 1 runter. Jetzt ist es hier ein bisschen dunkler. Wahrscheinlich biegt sich halt hier die Platine ein bisschen durch. Hier kann man einstellen, wie exakt er das erkennen muss mit diesem Match Degree. Und 1 runtergegangen. Und dann macht er hier weiter. Rödelt jetzt einfach mal alle Platinen durch und wenn er das dann durchgerödelt hat, können wir uns noch mal einen weiteren Test gönnen. Calibration done. Okay. Speichern. Jetzt können wir uns einen weiteren Test gönnen und zwar können wir jetzt schon mal hier auf Run gehen. Haben auch hier unseren Nutzen drin und können jetzt zum Beispiel mal sagen C1 aimed. Jetzt müsste der C1 von der ersten Platine anfahren. Jetzt können wir mal diagonal runtergehen. Jetzt müsste der C1 von der nächsten Platine anfahren. Und wenn wir jetzt mal ganz nach unten gehen, müsste der C1 von der letzten Platine anfahren. Und man kann erkennen, es passt wirklich sehr gut, was er da macht. IC1 von der letzten Platine. LED1 von irgendeiner Platine in der Mitte drin. Das hat er echt sehr schön kalibriert. Man kann jetzt diverse Bauteile anfahren und dann passt das. Also das wäre die Position, die er dann auch zum Bestücken anfährt. Also kann man erkennen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja Leute, das war's mit dem Video. Jetzt wisst ihr mal grob, wie man Daten in die Maschine reinkriegt, wie einfach das geht. Also es ist wirklich einfach, zum Glück. Nächste Woche geht's weiter, da bestückt man das Ganze. Da wird es richtig schön bestücken. Darauf freue ich mich definitiv. Ich muss dazu allerdings noch den einen IC reinrüsten. Das wird eine schöne Variante werden, denn ich habe den als Mauser-Reel bestellt. Das heißt, ich brauche den nur in einen der Feeder reinrüsten und dann brauche ich ihn nur aus dem Feeder rausnehmen. Wir müssten 12er Feeder sein. Das wird dann ganz, ganz easy werden. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen und bis nächste Woche dann. Ciao!